Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren kleinen Mod-Vorstellung, einer Mod, die ich schon mal vorgestellt habe. Jetzt allerdings gab es noch ein kleines Update dazu und ja, die Mod, die ich schon mal vorgestellt habe, das war die mit dem blauen Interregio-Wagen, die im Fahrplan der linken Rheinstrecke mit drin sind. Jetzt gibt es mittlerweile ein Update, ihr seht es da hinten links schon im Bild. Es gibt jetzt auch Eurocity-Wagen der SBB und zwar in diesem zeitgemäß anderen Design, hier in diesem dunklen Design. Mittlerweile sehen ja die Eurocity-Wagen anders aus. Und so fuhren die halt früher noch rum in diesem Gewand, Ende der 90er Jahre. Die Mod ist Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ihr braucht da unter anderem einerseits die Mod vom guten Taskplace, den Fahrplan verändert. Und dann braucht ihr die Repaints von meiner guten Freundin Hanna, die unter anderem hier die Repaints in mich erstellt hat für die Eurocity-Wagen wie auch die Interregio-Wagen. Braucht ihr beide, damit die auch jeweils im Fahrplan auftauchen. Das Ganze natürlich nur für den PC. Ja, und hier können wir uns die Wagen einmal ganz kurz angucken. Wir sehen jetzt auch hier übrigens diese gemischten Zugformationen. Hier haben wir so einen ganz normalen DB-Intercity-Wagen und dann haben wir hier die SBB-Eurocity-Wagen. Innenraum ist natürlich der gleiche wie vorher, da hat sich jetzt nichts verändert. Das ist nur in diesem Sinne ein Reskin für das Außenmodell, allerdings nicht im Innenraum. Wir sehen auch hier eine SBB, CFF, FFS, auch mit wirklich Texturen, die sehr, sehr gut aufgelöst sind. Hier haben wir die ganz normalen Anzeigen mit der zweiten Klasse, die Sitzplätze. Hier haben wir dann entsprechend die Freigabe bzw. die Zulassung für Deutschland, Österreich, Schweiz und ist das Ostdeutschland? Also die DDR? DR? Deutsches? Ja doch, könnte sein, oder? Ja, möglich, weiß ich jetzt nicht, wofür DR steht. Falls ihr es wisst, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Genau, so sehen die zweite Klasse Wagen aus. Und wenn wir noch ein bisschen weiter runterfahren, beziehungsweise mit unserer Kamera runterschweben, dann sehen wir auch die erste Klasse Wagen, die sich jetzt äußerlich, ehrlich gesagt, so gut wie gar nicht unterscheiden von den zweite Klasse Wagen. Einzige Ausnahme ist halt eben hier die 1 als Wagenkennzeichnung und dass hier dann APM steht statt BPM oder BVM, BVMZ. Eigentlich müsste das APMZ sein, ne? Aber vielleicht waren die SBB-Wagen, vielleicht waren das halt APM-Wagen. Was steht denn da hinten am Tunnel noch rum? Die 101 wartet, bis wir wegfahren, ganz geduldig. Und was auch noch cool ist, der Fahrplan, ich bin mir nicht ganz sicher, das wird wohl irgendwie was mit der Mod vom Taskplace damit zu tun haben, aber ich habe gerade hier noch hier moderne Intercity-Wagen gesehen, also praktisch mit der modernen Lackierung. Wir sehen auch hier übrigens die 110, ich denke mal aus Bremen-Oldenburg, die hier eingesetzt wird. Also haben wir da praktisch so einen etwas moderneren Fahrplan, beziehungsweise moderneres Rollmaterial, beziehungsweise so gesehen ein gemischtes Rollmaterial. Wir haben nämlich hier, ihr seht die Intercity-Wagen gleichzeitig vom BR101 DLC und die roten N-Wagen. Hier auch nochmal das gleiche. 628 da in Mintgrün. Genau. Ich zeige euch das Ganze da im Fahrplan, wie das da nochmal aussieht. Ne, also, wenn wir hier zurück ins Hauptmenü gehen, dann ist das nämlich so, dass wir in den Fahrplan reingehen können. Linke Rheinstrecke, Fahrplan. Und dann wählen wir hier die 103 aus. Ja, also wir haben auf jeden Fall hier moderne Fahrzeuge hier, aber eben auch die 103. Und können dann hier die Eurocity Services anwählen. Also hier überall da, wo EC vorher dran steht, da haben wir auch die Eurocity Wagen. Können wir mal hier machen. Hier Eurocity 1001 können wir mal starten. Und dann müssten dort auch die SBB Eurocity Wagen auftauchen. Schauen wir mal. Ja, das lädt natürlich immer hier eine Sekunde oder zwei. So. Und wir sehen hier auch ähnliche Formationen. Ne? Ein Intercity-Wagen vorne dran und da die Eurocity-Wagen dahinter. Ist auf jeden Fall super cool. Das macht den Fahrplan einfach so viel bunter,
wenn die Züge einfach verschiedenfarbig sind. Das ist schon eine coole Sache, oder? So, einen Screenshot können wir mal ganz kurz hier aufnehmen. Na? Na, vielleicht mit dem ganzen Zug. Also einmal hier so den hier. Wir können auch mal die Umgebungsvariablen ein bisschen ändern. Hier mit etwas Bewölkung, dann haben wir etwas bessere Beleuchtung. Und dann können wir natürlich auch, was wir schon kennen, uns auch die Interregio-Wagen angucken. Na, auch dazu nochmal in den Fahrplan rein. 103 ausgewählt. Und dann können wir, wenn wir hier die Interregios auswählen, dann müssten dort die blauen Wagen erscheinen, die Interregio-Wagen. Schauen wir mal, ob das auch der Fall ist. So, genau. Übrigens hier wunderschön, diese kobaltblaue 103 auch ganz toll. Und hier haben wir die blauen Interregio-Wagen. Das, also, ne, das finde ich schon krass, was mittlerweile so möglich ist an Modding. Das macht schon einen Unterschied, meiner Meinung nach. Ne, einen großen Unterschied. Ja, hier sehen wir auch die Ziele außerhalb der Strecke. Köln, Bonn, Oberhausen, Münster, Emden. Also von Emden nach Karlsruhe. Meine Güte, ist das eine lange Strecke, ne? Emden, Karlsruhe. Ja, Interregios. Wäre schön, wenn es die immer noch gäbe. Ja. Genau. So sieht das aus. Link zu den Mods ist in der Videobeschreibung. Und ja, damit bedanke ich mich auch schon fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Schreibt mir gerne die Meinung zu der Mod in die Kommentare. Alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.